Ja, und somit ein recht herzliches Willkommen, liebe Rallye-Freunde. Tag 3 in Katalonien, Spanien steht an. Wir haben einen guten Vorsprung hier und werden jetzt Richtung, ja, Tag 3 gehen. Ich überlege gerade mal, Asphalt 320, 89 Schotter, da lassen wir doch. Puh, oder das Standard-Setup, das ist nicht ganz so Richtung Schotter, glaube ich. Das normale Setup. Wobei, nee. Das Ding haben wir eh, nein, das passt schon. Das passt schon. So, gehen wir rein. Ich glaube, nur in der Türkei habe ich Probleme mit der Streckenfindung, wo es da diese Kehren permanent gibt. Hier gibt es, glaube ich, nur eine. Sollte passen, im schlimmsten Fall fahren wir halt noch einmal. Aber ich glaube, hier ist nur der eine und die sollte doch klappen. Oder zwei, ich weiß nicht genau. So. 100, links halten, Achtung, scharf rechts, 50. Schlimmstenfalls. Links 5 bremsen, rechts halten, im scharf links über. Ah, okay, geht aber noch. Verengung 60. Scharfe Haarnadel links und scharf rechts, Verengung 60. Ah, wäre ein bisschen besser gegangen. Offene Haarnadel rechts in links 4, mach zu in scharfe Haarnadel rechts. In links 4 kurz, Verengung 60. Ja, von außen wäre es vielleicht ein Ticken besser wegen der Übersicht. Scharfe Haarnadel links, nicht schneiden in Schikane rechts und rechts 3. Hier dahinter Stadt drinnen zumindest. Und rechts 4 in Achtung, Sprung in scharf links und Donut. Links und genau. Und links 2 kurz in scharf rechts in scharf links breiter 30. Scharf rechts Verengung Knoten 70. Gefahr scharf links innen halten Verengung 30. Achtung bremsen. Links 2 kurz in Haarnadel rechts hängt nach außen Verengung und Haarnadel links 50. Ah, die kennen wir zumindest Gott sei Dank schon. Runter gleich eigentlich in die Handbremse. 60. 60 heißt was? Ich hoffe das. Scharf rechts 60, links halten, Achtung, bremsen. Schikane rechts in scharfe Haarnadel links 80, links halten. Ah, noch eine Runde und dann. Haarnadel hat er gesagt. Achtung, ja, Gott sei Dank richtig, ja. Und dann ins Ziel erst. Jetzt noch eine Runde und dann ins Ziel, ja. 5 Bremsen für scharf links über Bodenwelle. Verengung 60. Scharfe Haarnadel links. Man braucht nur ein bisschen zuhören, dann geht's schon. Und scharf rechts. Verengung 60. Ja, das war vorher auch nicht so optimal. Rechts 1 in links 4. Macht zu in scharfe Haarnadel rechts. In links 4 kurz. Verengung 60. Scharfe Haarnadel links, nicht schneiden, in Schikane rechts. Und rechts 3. Und rechts 4, in Achtung, Sprung in scharf links. Da zum Spaß einmal von außen, das mache ich. Sie drehen einmal von außen sehen. Und links 2. Ah, nicht ganz so geil erwischt. Über scharf links breiter 30. Scharf rechts Verengung und Knoten 70. Gefahr, scharf links, innen halten, Verengung 30, bremsen. Für links 2 kurz in Haarnadel rechts hängt nach außen Verengung und links 2 mittel 50. So, da sind wir sogar schneller runter gewesen. Scharf rechts 60, Achtung, links halten. Schikane rechts und Ziel. Ja, genau. Ja, mit der schlechten Leistung dürfen wir normalerweise nicht Erster sein. Ja, trotzdem. Hätte ich mich eher vielleicht so... ja, Neuville ist auch noch Sechster geworden. Eher bei Neuville noch gesehen, bis maximal Sordo.
Da waren aber Ecken nicht ganz so optimal, aber okay. ...31 Sekunden Vorsprung, Neville zweiter, Denek dritter, Löb auf der 4, jawohl, dann Evans mit Lappi hier um die 5. Und dann Sorda mit Suninen. So, letzte Etappe in Spanien, liebe Freunde, und da geht schon wirklich so schnell geht's nach Australien, glaube ich, zur letzten Rallye und dann, ja, schauen wir mal, welche Angebote wir bekommen und dann ist wieder OGE bei der nächsten Saison am Start. Ihr wollt doch bestimmt auch noch eine sehen, oder? Dass wir so in einer Woche immer eine Rallye hinbekommen, wenn es möglich ist bei mir natürlich. Oder wenn Lust ist, sogar mehr. Vielleicht, dass ich gleich irgendwo den ersten Tag wieder aufnehme, wenn es passt, Ende der Woche. Wenn es passt, natürlich. So, jetzt freue ich mich schon hier auf die Stage hier noch einmal. Die können wir jetzt wirklich ganz entspannt fahren. Links 3 und rechts 2. Und rechts voll in links 4, kurz. In rechts 5, bremsen für scharf rechts über Asphalt. In links 5, mittel, innen halten. Ja, wahrscheinlich wäre die KI hier anders eingestellt. Ganz, ganz schwer wahrscheinlich, dass wir gerade noch mit den Zeiten hinkommen. Wird die Sache wieder ganz anders ausschauen, aber momentan gefällt mir Spanien ganz gut. Und links 4 macht zu in rechts. Na, alleine auch hier vom Belag her und alles. Ist nicht so krass wellig und das Ganze. Das wird Türkei zum Beispiel auch oder ein paar andere Länder. Links 5 in rechts 3 macht zu über Kuppe. Erster Sektor rot ist uns komplett Latte. Und links 4 in Kuhle und rechts 4 innen halten. Okay, sieht man das hier? Wo ist meine Maus? Virus Programm, okay, auch nicht schlecht. Ich hoffe, das hat uns nicht irgendwie jetzt... Wenn ihr das überhaupt gesehen habt gerade, hat gerade aufgepoppt. Auch nicht schlecht. Hat auch noch nie gemacht, so mehr ein Spiel. Achtung, bremsen für scharf links über Schotter, 30. Und rechts 5 lang, macht zu, uneben. Und links 3, 20. Rechts 1 mittel, macht zu. Ach so, letztes DH, das wäre wieder da eigentlich, das habe ich ja gar nicht, das haben am Radar gehabt. Das sind ja die Bonuspunkte, die wären natürlich trotzdem wichtig. Wenn wir die auch noch nach Australien mitnehmen könnten, wäre das natürlich geil. Also zweimal rot. Und Haarnadel rechts, macht auf. Ja. Sagen wir, ist hier hin ein bisschen verschlafen jetzt. Dass wir ja die Bonuspunkte kriegen, nicht das ganze safe heimfahren, das natürlich auch. Rechts 3 und links 3, mittel. Wobei wir sogar einen leisten könnten, einen Ausfall, also Ausrutscher im Notfall bei 30 Sekunden. Aber wichtig jetzt wäre jetzt der eine hier auch. Achtung, Verengung durch Tor, 30, rechts 3, lang. Ah, das wieder. Und Gefahr, links 5, scharf bremsen durch Tor für Schikane. Oh, damals 30. Mega Glück gehabt, sollte man nicht aufpassen. Und rechts 5, sehr lang, macht zu 4, mittel. Und links 3, 60. Und links 4, kurz in rechts 5, über Kuppe, macht zu. Und links 5, über Kuppe, 30. Und rechts 5, innen halten, in links 5, kurz, über Kuppe. In rechts 4, macht auf, über Kuppe. Und links 4, macht auf, innen halten. Und rechts 4, nicht schneiden, in links 5, macht zu, kurz über Kuppe. Und Achtung, bremsen für Sprung, vielleicht in links 4, über Asphalt. Und rechts 4, kurz in rechts 5, kurz 30.
rechts 6 über Kuppe, nicht schneiden. In Achtung, links halten für Kuppe, über Schotter in links. Gott sei Dank. 150. Ist er jetzt nicht ausbruch? Ha, da wollte ich letztens schon rechts fahren. Scharf bremsen, uneben für Haarnadel links nicht schneiden. In rechts 5, innen halten in Knoten zum Ziel. Oh, haben wir da noch ein paar extra Punkte gerettet? Yes! Oh, knapp! Ja, sorry. Die 3 Zehntel war, wenn wir in den ersten 2 Sektoren ein bisschen mit der Handbremse gefahren sind, so auf Ankommen. Aber wer weiß, wenn wir da schon ein bisschen mehr gepusht hätten, vielleicht hätten wir da einen Fehler gehabt. Passt schon, P2, zwar ganz knapp mit 3 Zehntel hinter Dänek. Aber gut, so kommt Dänek auch wieder ein bisschen näher ran. Passt schon. Hat natürlich aber keine Chance mehr gehabt gegen Neuville hier. Er hat auch schon irgendwo anders ein bisschen mehr verloren. Löw, vierter. Lappi, Evans hat... da war aber auch irgendwas, oder? Das hat sich auch nochmal... Die waren irgendwo vorher noch ganz eng zusammen. Wer war das noch einmal? Egal. Hat sich jetzt auf jeden Fall neutralisiert, mehr oder weniger. So. Bernie Baum gewinnt hier Spanien. Also Spanien scheint safe zu sein für uns. 314 Punkte, ja. Ja, sollte man nicht komplett ausfallen, glaube ich, Australien. Sollte man das, glaube ich, heimbringen. Ich weiß nicht auswendig, welchen Platz wir mindestens brauchen. Sie drehen nur Dritter hier in der Herstellerliste. Herstellerplatzierung. Ja. Schaut okay aus, würde ich sagen. Da fließt natürlich auch die Kohle. Ja, okay, das mit den Reparaturen haben wir, glaube ich, das eine Mal nicht geschafft, macht aber nichts. Einen Meteorologen, schauen wir gleich mal rein, ob wir den brauchen. Auch witzig, am Anfang war das noch mit diesen komischen Kärtchen so wichtig und jetzt kriege ich überhaupt keine mehr, oder? Das ist komplett weggefallen irgendwie. Glückwunsch, auf bald, Citroën, jawohl, Hyundai ist interessiert, das glaube ich. Da müssen wir ein bisschen zahlen. Mit freundlichen Grüßen, 56.000. So, Meteorologen. Ah, da brauchen wir einen zweiten, das passt eh. Hätten wir irgendein Kärtchen, was wir... Ich glaube, die Beziehung müssen wir jetzt nicht unbedingt. Ja, der Asphaltreifen. Die Sicherheit, ich glaube, das wird... Ich habe noch keine einzige Reifenpanne gehabt. Das wird erst wahrscheinlich ab einem nächsten Level sein. Wahrscheinlich, wenn man noch ein Schwierigkeitsgrad höher geht, könnte ich mir vorstellen. Aber wenn das auch, wenn wir schneller werden und das noch ist, und wir jetzt schon kämpfen um den WM-Titel, ich glaube, das wäre dann, also wenn es so ist, das wäre, glaube ich, eine Nummer zu stark. Also in Spanien könnte man versuchen, eine, aber das geht ja nicht während der Saison, eine Schwierigkeit gerade höher zu gehen, obwohl es auch nicht bei jeder Rallye gegeben wäre. Ja. Das können wir mal reintun. Haben wir da ein Lämpchen dabei? Jawohl, dann sind wir da safe. Jawohl. Können wir mal reintun. Ich meine, ob das verfällt oder irgendwas. Wartungsevent haben wir dann. Ja. Wo sind wir dann? Ah, Blödsinn. Das, da unten sind wir ja. Da sind wir. So, da ist kein Wartungsevent mehr am Start. Dann werden wir uns erholen. Da auch nicht.
Hier könnte man, Hersteller, könnte man da direkt zu Ford oder wie? Ich weiß gar nicht. Ja, Ford können wir auf jeden Fall auswählen. Ansonsten müssen wir schauen, wen wir nehmen. Nicht die Top-Fahrer auf jeden Fall, die Autos. Da, jetzt weiß ich es aber zumindest auch schon. Gut, dann rastet es auch einmal aus, würde ich sagen. Jo, alle wieder halbwegs fit da unten. Das passt schon. Wobei, wir könnten schauen, ob wir gleichwertigen Ersatz haben, dass der Boni da bleibt. Aber ich glaube, das sollte reichen. Hätten wir ein Kärtchen, so eins, ein lustiges. Da könnten wir einen gleichwertigen Ersatz holen. Da haben wir gar niemanden. Auch lustig. Da ist auch gar niemand auf einmal. Dann haben wir wieder irgendwo... Okay, der ist eh voll und du bist ein anderer. Okay. Können wir irgendwas... Jetzt weiß ich es wieder nicht. Was braucht man? Ingenieur, haben wir gesagt. Finanz. Metrologe vielleicht. Also zweimal rot, einmal gelb. Ja. Brauchen wir beides nicht. Oder ist das... Ah, da oben eh. Metrologen. Gut, bei zwei reicht eigentlich. Ja. Ah, das reicht. Mit den Kärtchen, wie gesagt, das ist eh egal. Da brauchen wir keine Energierennen. Brauchen wir keine Energierennen verschwenden. Jo, Freunde, das sage ich danke fürs Zuschauen. Das war's in Spanien. Wir haben gewonnen. Wir sind erster vor der letzten Rallye hier in Australien. Die Spannung kaum mehr zu überbieten. Ich hätte am Anfang gar nicht geglaubt, dass wir das hinkriegen. Aber mit dem Citroën und natürlich mit der Erfahrung einer weiteren Saison hier im Vergleich zum Hyundai. Wer weiß, wenn wir jetzt mit Hyundai noch einmal fahren würden, könnten wir es vielleicht auch schaffen. Wobei ich wirklich sagen muss, glaube ich, mit Citroën habe ich das beste Feeling jetzt mit dem Joypad, so wie ich fahre. Aber wir werden es in der nächsten Saison mit dem Toyota oder Ford, die wir jetzt beide in den nächsten Saisonen im Idealfall fahren werden, erfahren. Ja, also Toyota dürfen wir nur nicht Danek nehmen. Wenn jetzt nur ein Miek wäre, ja, okay. Grönholm, Ladwaller als Auto, wäre natürlich noch geiler. Danek will ich nicht das Auto wegnehmen. Ogier ist nächstes Jahr wieder dabei, Freunde, versprochen. Dann sind normalerweise drei Top-Fahrer vorne, das ist dann noch spannender. Ja, ein paar Fahrzeuge, aber ist relativ egal. Wenn nur Evans ist, können wir auch nehmen. Er spielt ja eh keine Rolle hier. Bei uns jetzt zumindest im 8er WRC. Ich hoffe jetzt schon, dass ein 9er wieder kommt auch. Mit irgendwelchen neuen Features oder so, oder keine Ahnung. Ja, das Einzige ist nur... Wir dürfen nur nicht Danek nehmen. Oder sollten, dass wir den von den Top-Leuten herausbringen. Also ich würde es mal so sagen, wenn wir ein Toyota-Angebot haben jetzt Ende der Saison, wo nicht Danek das Auto ist, das nicht das Auto vom Danek ist, dann schlagen wir zu einfach. Und dann gehen wir in der Saison direkt, dass wir schauen, dass wir da auf jeden Fall bei Ford uns einschleimen. Oder hoffen wir einfach, dass wir ein Angebot bekommen. Weil da ist dann egal, wen wir nehmen, sage ich mal. Wenn wir ein Toyota-Angebot bekommen, dann hoffentlich nicht das Auto von Danek. Wobei ist nur, wenn wir so schnell sind, ob das der Computer dann irgendwie so ausrechnet. Ich weiß nicht, warum wir uns unbedingt das OGE-Cockpit geben wollte auch. Aber ich kann mich nicht mehr erinnern, ob noch ein anderes dabei war. Also ich weiß es ist ehrlich gesagt gar nicht mehr. Müsste ich nochmal selber reinschauen. Aber wir werden es bald wissen. Nächste Woche werden wir es wissen. Was wollte ich denn eigentlich? Statistiken. Reputation. Ja, Ford, Hyundai, Toyota bei 100, das ist natürlich perfekt.
Wo wir mit der WRC hier so weit hinten sind, weiß ich jetzt auch nicht. Oder da, oder ist es einfach nur stehen geblieben? Junior 16? Oder sind wir so OB, dass sie von dem her nicht mehr, also OB jetzt, aber nicht interessiert sind an uns? Ist auch ein bisschen merkwürdig. Naja, das passt schon. Das passt schon. Ja, ich glaube, die weichen Reifen, das war vor allem am Tag 1 der Key. Hat in dem Fall, glaube ich, gut gepasst. Am Schluss ist letzten Sektor und so ist ein bisschen rutschig geworden, muss man dazu sagen. Vor allem bei der einen Etappe haben wir es gemerkt, wo wir eben rausgerutscht sind dreimal. Nochmal sorry, wenn ich da, wenn ich rausrutsche, mal hin und wieder zum Fluchen und Schimpfen anfange. Da gehen einfach die Emotionen mit mir durch. Gut, ja, das soll es gewesen sein. Ich sage danke fürs Zuschauen und wir sehen uns ja höchstwahrscheinlich nächste Woche wieder, aber wahrscheinlich erst am Dienstag. Am Montag habe ich nämlich Tagdienst, da kann ich am Tag nichts aufnehmen. Aber Dienstag, Mittwoch sollte passen, außer virustechnisch sperrt jetzt wirklich dann der Kindergarten zu. Dann könnte es schwierig werden, da muss ich mir überlegen, ob ich einen Part vielleicht am Abend oder so aufnehme mal. Da muss ich halt einen Slot finden, aber das werden wir schon hinkriegen. Ich halte euch da am Laufenden. In diesem Sinne noch einmal schönen Tag noch. Und wir sehen uns höchstwahrscheinlich nächste Woche Dienstag wieder. Es könnte sein, dass ich vielleicht morgen am Freitag, wenn ich ganz gut drauf bin und unbedingt Rallye fahren will, den ersten Part aufnehme von Australien. Das ist nur eine Option. Und noch ein Nachtrag zum zweiten Part. Da habe ich zum Schluss auch irgendwas erzählt, glaube ich. Und ich habe aber den dann versehentlich auf den einen Tag, wo ich ihn aufgenommen habe, nicht hochgeladen, sondern erst einen Tag später. Ich glaube, statt Dienstag eben dann am Mittwoch. Wie ihr wahrscheinlich gemerkt habt, gestern und vorgestern. Ich hatte ihn am Dienstag eh schon im Kasten, aber aus irgendeinem Grund hat das Hochladen nicht funktioniert. Deswegen habe ich da irgendwas geredet von... Es geht morgen weiter, Mittwoch oder so. Das nur, falls euch da gewundert habt. Aber es spielt jetzt eh keine Rolle mehr. Dies sind noch einmal. Danke fürs Zuschauen. Wenn ihr so nett seid, haut noch ein Däumchen nach oben draus. Hilft mir, dem Kanal, mir persönlich jetzt nicht, aber dem Kanal natürlich, dass man da vielleicht... Ja, wie sie es immer sagen, im Ranking, dass wir da ein bisschen weiter nach oben kommen, aber... Gut, ob wir jetzt 4 oder 5 Daumen haben, ist wahrscheinlich auch schon egal, oder 1 oder 2. Ja gut, andererseits, wenn es wirklich fast keiner WRC bringt solche Parts, weil ich glaube nicht, dass viele aktuell WRC spielen, und aber dann wer WRC und speziell das Spiel jetzt sucht, könnte man da bei YouTube doch weiter oben sein. Also in dem Sinne hilft dann vielleicht auch jeder einzelne Daumen und Kommentar natürlich, was ich so mitbekommen habe im Ranking. Ja, in diesem Sinne, sage ich auch jedes Mal, oder? Danke fürs Zuschauen, Leute. Jetzt machen wir wirklich Schluss und wir freuen uns auf Australien zum Saisonabschluss mit unserem Citroën. Und zwei Saisonen wird es auf jeden Fall noch geben und... Ja, und dann schauen wir einfach, was wir machen, ob wir was machen, ob wir dann aufs Neuner warten. Werden wir alle miteinander besprechen, was wir machen, ob wir weitermachen. Aber gut, wie gesagt, zwei Saisonen habe ich jetzt eh noch vor mit Toyota und Ford. Jo, das war's. Ciao, ciao.